In diesem Video soll es erneut um die Zucht von Betta albimarginata gehen, dem Weißsaumzwerg-Kampffisch. Ich habe zu den Tieren einmal ein Video gemacht, wie ich sie eingesetzt habe in das neu eingerichtete Biotop-Aquarium. Und dann habe ich ein Video zu ihnen gemacht, zu einem Zuchtversuch, der so halb fehlgeschlagen ist. Und ich habe das Video damals gemacht zu dem halb fehlgeschlagenen Zuchtversuch, weil mir beide Weibchen gestorben sind und ich deswegen keine Aussicht darauf hatte, dass das nochmal besser funktioniert. Ich hatte damals ein bisschen gezüchtet, allerdings sehr, sehr gering. Dann ist relativ viel Zeit vergangen, so viel Zeit, dass ich schon überlegt habe, dass die beiden alt gewordenen Männchen vielleicht überhaupt gar nicht mehr geeignet zur Zucht sind und fast kurz davor war, das Ganze aufzugeben. Und dann hat mich jemand von euch angeschrieben, ich grüße den Fischheini aus dem Norden, so soll ich das hier nennen, der hat mir angeboten, mir Weibchen der Weißsaumzwergkampffische zu geben. Und ich habe dann kurz drüber nachgedacht, ja, was mache ich mit meinen alten Männchen und so, passt das noch? Aber ich wollte es unbedingt versuchen. Ich mag das nicht so gerne da aufzugeben, sondern ich möchte gerne immer weiter versuchen, bis das Ganze dann auch gut funktioniert. Und der hatte dann auch noch ganz viele gute Tipps für mich übrig. Wir haben dann die Fische irgendwie eine Übergabe gemacht und ich habe jetzt hier wieder richtig tolle Weibchen drin bei meinen Weißsaumzwergkampffischen. Und es hat überhaupt nicht lange gedauert. Ich glaube, es waren damals 2 Wochen, nachdem ich die Weibchen eingesetzt hatte. Und dann hatte eines meiner alten Männchen direkt wieder Eier im Maul. Und da habe ich mich natürlich riesig gefreut. Das heißt, die waren noch wirklich völlig dazu in der Lage, sich fortzupflanzen. Und ich habe dann das Ganze wieder dokumentiert. Ihr seht jetzt hier auch schon so ein bisschen verschiedenste Einhängekästen für die Jungtiere. Ich habe also hier einmal das große Aquarium, wo die Alttiere drin sind und sich fortpflanzen und sich richtig wohl drin fühlen. Und dann habe ich hier einen Einhängekasten in dem Aquarium, da sind die größeren Jungtiere schon drin. Na, die haben jetzt so gut 2 Zentimeter mittlerweile erlangt. Und dann habe ich einen Kasten von außen reingehängt, da sind richtig viele noch relativ kleine Junge drin. Und in meinem anderen Biotop-Aquarium, wo ich ähnliche Wasserwerte fahre, sind auch noch mal ganz viele Jungtiere drin. Das heißt, ich habe jetzt wirklich einen Riesenschub Jungtiere. Die hier sind schon fast abgabebereit und deswegen konnte ich da jetzt ein tolles Video zu machen. Ausführlich zur Zucht, ein langes Video, aber ich wollte es möglichst ausführlich machen, euch viele Stadien in der Jungtieraufzucht zeigen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Schauen dieses Videos. So, hier sieht man jetzt das erste Mal eines der Weibchen, beide Weibchen sogar, die ich hier bekommen habe. Und die sind ganz, ganz toll und ganz prächtig, ganz gesund und fressen unheimlich gut, bilden immer wieder einen Laichansatz, sodass die Männchen da immer wieder auch was zu tun haben. Ich war mir, wie gesagt, nicht ganz sicher, ob meine beiden alten Männchen noch dazu in der Lage sind, sich fortzupflanzen, aber das hat sich ja ganz schnell anders rausgestellt. Grundsätzlich zur Haltung der Tiere nochmal, ich fütter ganz viel mit Lebenfutter, eigentlich nur ausschließlich. An Frostfutter gehen die Tiere auch, allerdings ziemlich schlecht, sodass hier vor allem auch weiße Mückenlarven so die Hauptwahl und Hauptnahrungsquelle sind. Ich habe an dem Aquarium relativ viel verändert und zwar in der Pflege. Als ich das eingerichtet habe, habe ich das ja mit einer ganz dicken Laubschicht Schicht eingerichtet und hatte da ganz viel Torfgranulat mit reingegeben, was ich einfach auch ins Becken gegeben habe, zusätzlich noch im Filter. Und ja, da hat sich herausgestellt, dass das für die erste Phase sehr, sehr gut war und dass das ein tolles Wasser ergeben hat. Das allerdings dann dieses ganze organische Material auch relativ schnell angefangen hat zu verrotten. Und zwar so zu verrotten, dass ich da mit der normalen Pflege gar nicht mehr so richtig hinterhergekommen bin, sodass ich dann umgestellt habe. Ich habe das ganze organische Material versucht hier zu entfernen und rauszuholen. Habe einfach immer mit dem Schlauch wieder abgesaugt und dann versucht, möglichst viel von dem alten Material, Torf und Laub, herauszubekommen, um die Wasserqualität wieder zu steigern. Ich hatte da noch Kokosnussschalen drin, so halbierte, auch als Versteckmöglichkeit für die Tiere. Da habe ich mal eine angehoben und darunter hatte sich doch ein ganz schön so ein ekelig stinkender Bereich sauerstoffarm ergeben, sodass ich da festgestellt habe, ja, also für die dauerhafte Instandhaltung eines solchen Biotops mit so empfindlichen Tieren ist das nicht so sonderlich gut gewesen. Und deswegen habe ich umgestellt und arbeite auch hier mittlerweile mit Osmosewasser, welches ich mit Leitungswasser verschneide. So habe ich dann schon weiches Wasser als Ausgangswasser und senke den pH-Wert noch mit einer Torfilterung über den Rucksackfilter, der hier dran ist. Da tausche ich immer mal wieder das Torf aus, so nach 3, 4 Wochen.
und halte so die Werte dann konstant für die Tiere. Und seitdem ich das mache und da wirklich noch mehr auf Hygiene achte in dem Aquarium, geht es den Tieren wirklich, wirklich blendend. Also die beiden alten Männchen, hier sieht man eines der beiden alten Tiere und ich finde, man sieht ihm auch an, dass er schon wirklich einige Zeit auf dem Puckel hat. Auch die machen sich wirklich prächtig, die fressen, der zeigt auch immer noch eine tolle Farbe, tolle Färbung. Bei dem bin ich nicht davon ausgegangen, dass er nochmal Eier ins Maul nimmt, aber auch da wurde ich eines Besseren belehrt. Der andere sah noch deutlich frischer und besser aus und da hat die Zucht dann auch relativ schnell ja, funktioniert. Man sieht hier im Bodengrund, dass da nicht mehr so viel Laub ist und dass da nicht mehr so viel Torf rumliegt. Das habe ich, wie gesagt, alles abgesaugt mit der Zeit. Ja, und dann habe ich irgendwann das etwas fittere alte Männchen gesehen, wie es Eier im Maul hat und hier, ja, die so durch Kaut und durch Bewegung mit Sauerstoff anreichert, sodass da die Eier sich gut entwickeln können. Und ja, dann habe ich überlegt, ich hatte ja im ersten Versuch das Tier einfach im Aquarium gelassen und wollte die Jungen hier eben mit den Elterntieren aufziehen. Das hat ja nur so halb funktioniert und deswegen war ich hier so froh, dass ich den jetzt hatte und habe den dann in einen Einhängekasten gesetzt, den ich noch zur Verfügung hatte. Ich wurde schon mal bei den Corridoras, bei der Corridoras-Zucht danach gefragt, wo ich dieses Becken denn her habe und ich habe das von den Aqua-Expo-Tagen in Dortmund vor einigen Jahren gekauft und ich weiß nicht mehr von welcher Firma. Das tut mir leid, ich kann da nichts zu finden. Auch im Internet habe ich da nichts zu gefunden. Die sind wirklich ganz klasse. Das sind so vorgefertigte Glaskästen. An einer Seite haben die so einen Schwamm eingesetzt, der die eine Seite zum Hauptaquarium abgrenzt. Und dann ist da einfach ein Lufthebefilter dran. Und ich habe jetzt hier so eine kleine Membranpumpe nur dran gesetzt, sodass ich hier ganz geringen Wasserfluss habe. Also Wasser aus dem Alt Tierbecken in dieses Einhängebecken kommt und dann durch diese Matte wieder herausfließt in das Elternbecken, sodass da ein bisschen Wasseraustausch ist. Das ist hier diese kleine Pumpe, super leise, auch nicht sonderlich leistungsfähig, aber für diesen Zweck eben genau das Richtige, denn ich möchte ja keine große Strömung in diesem Einhängekasten haben, wie allgemein für die Weißsaumzwergkampffische, das ja nicht sonderlich gewünscht ist, dass die eine starke Strömung haben. Aber so ein bisschen Wasseraustausch, ein bisschen Sauerstoffanreicherung ist da der denke ich gut. Und dann habe ich eben dieses Tier hier mit den Eiern im Maul in diesen Kasten gesetzt. Nach einigen Tagen ohne Stress, soll heißen, wenn man ein Männchen dieser Art im Aquarium entdeckt, das Eier im Maul trägt, dann hat man wirklich erstmal noch Zeit. Die brüten die im Maul aus, circa 2 bis 3 Wochen. Bevor sie die Jungtiere dann entlassen. Und wenn man die jetzt direkt, das Alttier, das Männchen direkt rausfängt, kurz nachdem es die Eier ins Maul genommen hat, dann besteht eben die Gefahr, dass es die Eier direkt wieder ausspuckt und eben nicht weiter pflegt. Also ein bisschen Zeit lassen, ein paar Tage Zeit lassen, bis sich das Ganze gefestigt hat und dann kann man das auch machen. Das ist jetzt hier dieses ganz alte Männchen und tatsächlich hat der auch auf einmal Eier im Maul gehabt und da war ich mir gar nicht sicher, ob das Ganze funktioniert. Am Ende muss ich sagen, hat diese Brut auch wirklich nicht überlebt. Das heißt, er hat irgendwann die Eier auch gefressen. Das liegt einfach an der Kondition des Tieres. Der hatte aber hier wirklich die Schnauze voll, wenn man das so sagen möchte. Man sieht so die Eier durchschimmern durch den Kehlsack. Ich hatte den auch separiert in ein anderes Becken, aber da ist dann nichts draus geworden. Dem Tier geht es aber nach wie vor gut. Ganz interessant ist noch zu beobachten, dass am Anfang, wenn die Eier frisch ins Maul nehmen, das Maul sehr, sehr voll aussieht. Und dann ja, kommt irgendwann so ein Punkt, wie das jetzt hier auch der Fall ist, wo man denkt, oh, hat er noch Eier im Maul? Man sieht das gar nicht mehr so deutlich. Wie jetzt hier bei dem alten Männchen, das Frischeier im Maul hat, wo wirklich dieser Kehlsack noch ganz, ganz stark ausgebeult ist. Und das liegt meines Erachtens nicht daran, dass da irgendwie Eier verloren gehen oder dass die Männchen dann die Eier fressen, sondern das liegt einfach am Schlupf. Die Eier scheinen größeres Volumen zu haben als dann die Larven, die im Maul ja dann schlüpfen. Und das heißt, man hat so eine Phase ganz am Anfang, ganz dicker Kehlsack, dann irgendwann sieht man es kaum mehr. Aber es sind dann die ganz kleinen, frisch geschlüpften Larven im Maul des Männchens. Wenn man dann noch weitere Zeit abwartet, dann wird dieser Kehlsack wieder immer größer. Und das hängt dann wieder mit dem Wachstum der Jungfische im Maul zusammen. Ganz wichtig war hier noch, ihr seht jetzt hier diese Abdeckung, die ich da drauf gebastelt habe. Das ist einfach so eine Plastikabdeckung, die ich noch mit einem kleinen Stein beschwert habe, weil mir dieses Männchen tatsächlich aus diesem Einhängekasten wieder zurück in das große Aquarium gesprungen ist. Ich hatte da unheimlich Glück.
dass der mir nicht aus dem ganzen Becken rausgesprungen ist und damit verloren gewesen wäre. Ich habe da nicht mit gerechnet, weil eigentlich diese Glasstege an dem Einlegekasten dafür sorgen, dass der Rand so abgedeckt ist. Und eigentlich springen die Fische ja am Rand rüber. Das ist nur hier in dem Filterteil nicht der Fall. Das heißt, er muss diese Strecke hier überwunden haben und in das Hauptaquarium wieder gesprungen sein. Ich habe den ein paar Tage nicht gesehen, weil die auch sehr versteckt leben, wenn die Eier oder Junge im Maul haben, und war super froh, als ich den dann wiedergefunden habe und er immer noch seine Brut getragen hat. Und ich habe den dann direkt wieder vorsichtig aus dem großen Becken gefangen und in das Aufzuchtbecken hier gesetzt. Und jetzt sieht man hier schon, finde ich, eine ganz tolle Aufnahme, wo ich ein bisschen versucht habe, mal ranzuzoomen, wie sich die Larven schon in dem Maul des Männchens bewegen. Wenn man da ganz genau hinguckt, der bewegt die gleich auch nochmal so ein bisschen, dann sieht man die auch, wie die so im Maul zucken. Und das sind natürlich unglaublich spannende Momente und Beobachtungen, die man da machen kann. Sowieso die Maulbrüterei kennt man ja von den ostafrikanischen Cichliden, wo die Weibchen diese Maulbrutpflege übernehmen. Es gibt aber etliche Arten über den Planeten verteilt, die Maulbrutpflege betreiben. Und hier bei den Tieren sind es die Männchen, die das machen. Jetzt sieht man hier die Larven, wie sie zucken und sich in diesem Kehlsack des Männchens befinden. Auch hier ist jetzt wieder so ein bisschen Fingerspitzengefühl und Geduld gefragt. Ich halte nichts davon, die Tiere vorzeitig aus dem Maul zu entfernen. Das kann man auch machen. Da gibt es so eine bestimmte Technik. Ich lasse die lieber ihr Ding machen. Und jetzt sieht man hier, da bin ich eines Morgens in den Fischraum gekommen und dann war sehr ersichtlich, dass das Tier die Jungen entlassen hat. Also hier sieht man, der hat keine Jungtiere mehr im Maul. Und hier habe ich dann natürlich direkt das ganze Aquarium abgesucht, diesen Einhängekasten, und habe dann irgendwann auch Jungtiere gefunden. Und auch hier wäre für mich ganz wichtig jetzt für die Zucht der Tiere, dass man nicht sofort das Männchen entfernt, wenn man meint, oh, jetzt sind da keine Jungen mehr drin. Denn es kann auch immer noch sein, dass der noch übrig gebliebene Kleine in seinem Maul trägt und da einfach noch ein bisschen sich Zeit lässt. Der wird die nicht sofort fressen. Das wäre auch sehr unlogisch, ne? Also der bebrütet die ganze Zeit und entlässt sie dann irgendwann, spuckt sie aus. Dann wird der nicht sofort hingehen und die direkt wieder auffressen. Das heißt, auch da lasst euch Zeit, gebt dem Tier noch ein, zwei Tage und dann könnt ihr es ganz entspannt rausfangen und die Jungen separat großziehen. Ich habe leider den Ableichvorgang nie so richtig filmen können. Das hier sind so kleine Ausschnitte. Man sieht, wie schwer das zu filmen ist in diesem Schwarzwasser. Das ist so dunkel, dass man da kaum etwas erkennen kann. Aber das hier war ein eindeutiger Laichvorgang. Die Tiere sind so ein bisschen aufgeregt. Von oben sieht man jetzt hier nochmal hinten in der Ecke ein Weibchen und ein Männchen, die sich da sehr annähern und anbalzen. Das Weibchen hatte auch so eine Laichfärbung, so eine Streifung angenommen, die sonst bei den weiblichen Tieren dieser Art nie zu sehen sind eigentlich. Und da war so ein Laichakt im Gange und da war ich ganz froh, dass ich das überhaupt mal so weit sehen konnte. Das ist total spannend zu beobachten. Hier stört gleich noch ein zweites Männchen diesen Laichakt, aber das hat auch wieder funktioniert und danach hatte ich die nächsten Männchen mit Eiern im Maul. Hier hat man vielleicht gerade gesehen, wie die Eier von dem Weibchen zum Männchen gespuckt wurden. Das ist möglich. Denn das ist die Art und Weise, wie die sich fortpflanzen. Das heißt, das Weibchen legt die Eier und nimmt sie dann ins Maul, stellt sich über das Männchen und spuckt sie ihm entgegen und das Männchen übernimmt die Eier. Zwischendrin werden sie dann an irgendeiner Stelle noch besamt, sodass sich dann auch Jungtiere entwickeln können aus dem Ganzen. Diese Art ist für mich unglaublich spannend zu beobachten. Das sind Kampffische. Allerdings natürlich eine andere Art als Betta splendens, den man so als Hochzuchtform kennt. Also eben Betta albimarginata, also eine ganz andere Art im Wildkampffischart. Und die kann man anscheinend wirklich sehr gut in der Gruppe halten. Man sollte bei der Haltung darauf achten, dass man möglichst mehr Männchen als Weibchen in dem Aquarium hat, weil wir eben diese Maulbrutpflege haben. Und diese Maulbrutpflege ist für die männlichen Tiere sehr, sehr zehrend. Die fressen in der Zeit, wo sie die Eier und Larven in ihrem Maul beschützen, nichts. Und dementsprechend magern sie auch ziemlich ab. Und wenn man jetzt mehr Weibchen als Männchen hat, hat man immer ein Weibchen, was wieder einen Laichansatz hat. Und das Männchen wird relativ schnell wieder dazu übergehen, die nächste Brut aufzunehmen. Und so hat es dann keine Erholungsphasen dazwischen. Deswegen kann man das Männchen nach erfolgter Brut
separieren und wieder ein bisschen konditionieren. Oder man hat einfach mehr Männchen als Weibchen im Aquarium. Die Aggressionen halten sich sehr in Grenzen. Die bedrohen sich mal, die jagen sich mal weg, aber ich habe keinerlei Flossenschäden hier bei den Tieren. Die haben keinen Stress und sehen einfach richtig, richtig klasse aus. Die Aufzucht der Jungen ist dann meines Erachtens jetzt nach den Erfahrungen, die ich gesammelt habe in den letzten Monaten, als sehr einfach zu bezeichnen. Klassisches Aufzuchtfutter, auch hier wieder, man sieht sie im Bild schwimmen eigentlich immer. Artemia-Naubchen frisch geschlüpft. Das Aufzuchtfutter der Wahl. Man kann sicherlich auch noch mit Mikrowürmchen arbeiten, die man auch ganz gut im Ansatz halten kann. Das habe ich zwischendurch auch gemacht. Aber diese Artemia-Fütterung, die funktioniert einfach super. Die haben genau die passende Größe. Die Jungtiere fressen direkt, nachdem sie aus dem Maul entlassen werden, schon die Artemia-Naubchen, sind also dafür schon groß genug. Und das ist einfach eine ganz, ganz reichhaltige, proteinreiche Nahrung für diese Jungfische, mit der man sie auch wirklich richtig gut aufziehen kann. Das Wachstum ist relativ schnell. Ich habe jetzt keinen Vergleich zu anderen Kampffischarten. Ich habe mal Betta splendens gezüchtet. Die sind meines Erachtens ein bisschen schneller gewachsen als die Betta albimarginata, sind allerdings deutlich kleiner, wenn sie aus dem Ei schlüpfen. Das ist ja Schaumnestbau und eine ganz andere Fortpflanzungsstrategie. Das heißt, wenn diese Tiere hier aus dem Maul des Männchens entlassen werden, dann sind sie schon deutlich größer. Das Wachstum ist anständig, würde ich jetzt mal so bezeichnen, auch wenn man damit jetzt absolut nichts anfangen kann. Aber man merkt schon deutlich nach ein, zwei Wochen, wie die Tiere so einen Wachstumsschub gemacht haben. Und dann geht das relativ schnell, dass sich hier Tiere entwickeln, die den Alttieren schon ziemlich ähnlich sehen. Natürlich im Miniaturformat und noch ohne Färbung. Auch die Geschlechter kann man da noch nicht unterscheiden. Das fängt erst deutlich später an. Ich habe in diesem Einhängekasten auch noch so eine Grünlilie eingehängt. Und das Wurzelwerk dieser Grünlilie bietet gute Versteckmöglichkeiten. Ich habe Laub eingebracht in diese Einhängekästen, einfach um diese verschiedenen Schichtungen zu haben und Versteckmöglichkeiten für die Tiere. Die sind untereinander nicht sonderlich aggressiv, die gehen sich zwischendurch mal an, aber die Aufzucht in der Gruppe stellt hier kein Problem dar. Die Geschlechtsunterschiede sind ja bei der Art völlig eindeutig. Hier ist nochmal ein Männchen zu sehen mit dem schönen weißen Saum. Gerade im Schwarzwasser ist das unheimlich toll zu sehen. Dieser Kontrast ist da ganz, ganz klasse. Auch wenn die ins Dunkle verschwinden, dann leuchten diese Flossen noch so. Und das in Zusammenhang mit diesem rotbraunen Körper macht die Tiere für mich einfach unglaublich attraktiv. Ja, als dann die nächsten Männchen wieder Eier im Maul hatten, das war dann auch nochmal das gleiche, was die erste Brut schon im Maul hatte, habe ich mir gedacht, ich will gerne noch ein bisschen mehr Nachzucht haben und habe hier so einen Anhängekasten dran gesetzt. Marke kann ich euch nicht mehr sagen, da gibt es etliche, müsst ihr mal im Internet schauen, Aufzuchtkästen, die man anhängen kann. Und den betreibe ich jetzt hier auch mit so einem Luftheber. Das heißt, das ist so ein Rohr, was ins Aquarium geht. Mit Luft wird das Wasser in dieses Becken gezogen und dann über diesen Überlauf wieder zurückgeführt in das große Becken. Da habe ich noch so Schwämme oben vorgesetzt, weil die Kleinen doch zu klein sind, um von diesem Gitter, was dabei ist, aufgehalten zu werden. Und hier habe ich jetzt, das ist ein anderes Männchen. Voll mit Eiern, also das Maul ist zum Bersten gefüllt, wie man hier ganz gut sieht. Das ist sehr eindeutig zu erkennen, da muss man nicht lange schauen. Und auch hier wieder nach ein paar Tagen, nachdem ich das Männchen gesehen habe, im großen Becken, habe ich das rausgefangen und dann in diesen kleinen Kasten gegeben. Dann hatte ich das nächste Männchen mit Eiern im Maul und habe es in einen weiteren Aufzuchtkasten gehängt. Da komme ich aber gleich später nochmal zu. Die erste Brut entwickelt sich prächtig. Das sind ungefähr ja, 10, 15 Tiere, die dabei rumgekommen sind. Sicherlich kein sonderlich großer Wurf, aber viel größer scheinen die Würfe auch nicht zu sein. Und für mich war es jetzt einfach auch spannend zu sehen, ob diese verschiedenen Möglichkeiten der Einhänge- und Anhängekästen alle gleichermaßen funktionieren für die Art. Wichtig ist, dass das Wasser ein bisschen umgewälzt wird und dass die Wasserqualität stimmt. Diesen Netzeinhängekasten, den habe ich in mein Biotop-Aquarium gehängt, wo ich die Schmetterlingsbuntbarsche drin halte. Und denn hier sind die Wasserwerte relativ ähnlich denen in dem Ursprungsbecken, wo ich die drin halte. Und hier habe ich dann wieder ein Männchen reingesetzt, das Eier im Maul
getragen hat und dachte, ich probiere das auch mal aus, ob ich da noch ausweichen kann. Die Wasserwerte sind, wie gesagt, sehr identisch und deswegen habe ich mir da keine großen Sorgen gemacht. Und so habe ich jetzt drei Einhängekästen, eins mit schon größeren Jungtieren und zwei mit eiertragenden Männchen. Und versuche da die Jungen möglichst aufzuziehen. Ich habe in dem Einhängekasten, wo ich die erste Brut drin hatte, ziemlich viele Blasenschnecken auf einmal drin gehabt. Da müssen ein, zwei Tiere drin gewesen sein, als ich das eingerichtet habe. Die vermehren sich hier sehr, sehr stark drin, weil ich so viel fütter. Stellen aber jetzt hier keine Gefahr dar. Blasenschnecken sind dafür bekannt, dass sie Eier fressen. Aber hier freischwimmende Jungtiere, da machen die gar nichts und dann sorgen die eher dafür, dass hier die Futterreste ganz gut verwertet werden und helfen mir dabei, das Aquarium sauber zu halten. Und sind deswegen hier an dieser Stelle ganz nützlich. Ab und an sammle ich mal welche ab, damit es nicht zu viele werden. Hier mal der Fingervergleich. Man sieht, dass die Tiere wirklich gut gewachsen sind. Die haben jetzt hier so ein, ja, anderthalb, 2 Zentimeter Größe erreicht und fressen immer noch sehr, sehr gerne Artemia-Nauplien. Mittlerweile fressen die größten Tiere schon Tubifex-Würmer, die ich sehr wenig fütter, und sogar weiße Mückenlarven werden schon bewältigt von den Tieren. Trotzdem gebe ich hauptsächlich immer noch Artemia-Nauplien, denn das ist ein Futter, was einfach für die von Anfang an Gold wert war und ich bin mit dem Wachstum und mit dieser Fütterung einfach total zufrieden. Es ist einfach, die Artemia-Nauplien anzusetzen, sodass ich da immer genug zur Verfügung habe. Die Männchen in den anderen beiden Kästen haben dann relativ gleichzeitig ihre Brut entlassen. Es sind jetzt also hier wieder kleinere Jungtiere in diesem Anhängekasten und das sind deutlich mehr. Also hier schätze ich die Zahl so auf 20, 25 Tiere, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, die sich hier jetzt zeigen in dem Aquarium. Ich habe den Durchfluss dann noch ein bisschen geringer gemacht, weil ich doch im großen Aquarium noch ein, zwei Jungtiere gefunden habe. Das heißt, selbst durch diesen Filterschwamm, den ich noch davor gesetzt habe, sind die durchgekommen. Und mit diesem ganz geringen Fluss, das geht eher jetzt so tröpfchenweise, funktioniert das ganz gut, sodass keine Jungtiere mehr ins große Becken gelangen. Wenn die etwas größer geworden sind, so nach ein, zwei Wochen, 3 Wochen, dann kann ich da die Strömung wieder ein bisschen erhöhen, um den Wasserdurchsatz noch besser zu machen und die Wasserqualität zu gewährleisten für die Tiere. So habe ich zwischendurch jetzt hier mal Mulm abgesaugt und das Becken wieder mit Wasser aus dem großen Aquarium aufgefüllt, um da die Wasserqualität dann auch entsprechend hoch zu halten. Jetzt kann man sagen, das hat wirklich gut funktioniert. Auch in dem anderen Aquarium, wo ich den Einhängekasten drin habe, sind viele Jungtiere drin. Und wenn ich das letzte Video gemacht habe und gesagt habe, ja, Erfolg oder Fehlschlag, ich hatte zwei Jungtiere, ein, zwei sind durchgekommen in der gemeinsamen Aufzucht mit den Alttieren, dann sind mir die Weibchen verstorben und so. Es war so ein langer Prozess, um hier jetzt Erfolg zu haben. Jetzt habe ich diesen Zuchterfolg auf jeden Fall. Es schwimmen ungefähr 60 Jungtiere bei mir in diesen Einhängekästen und die versuche ich jetzt möglichst schnell groß zu bekommen und werde die dann weitergeben, abgeben. Ich bekomme häufig die Frage, ob man bei mir Fische auch erwerben kann. Ich verkaufe eigentlich keine Fische. Ich gebe die zwischendurch mal ab an befreundete Aquarianer oder den Zoohändler meines Vertrauens. Und das ist so der Weg, wie ich dann die Tiere nachher dann auch loswerden kann. Wenn ihr da mal Interesse daran habt, von mir Tiere zu bekommen, dann würde das höchstens an Selbstabholer gehen. Ich wohne im Ruhrgebiet, das könnt ihr dann selber einschätzen. Schreibt mir dann einfach eine Mail an martinsfische@gmx.de und dann werden wir uns da schon einig. Ich verdiene damit kein Geld, das muss ich an dieser Stelle ganz klar sagen, denn dafür mache ich das einfach als Hobby und habe zwischendurch mal ein paar Tiere zur Abgabe und gebe die auch gerne weiter, auch im Tausch oder wie auch immer. Irgendwo kriege ich die aber immer unter. Da muss man einfach ganz gut vernetzt sein. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und läutet die Glocke, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich sage dann einfach Tschüss und bis zum nächsten Mal.